Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 22 und ich wünsche euch einen schönen vierten Advent. Heute werden wir uns mit dem Final Fantasy Weihnachtsevent beschäftigen, so wie ihr das gerade auch seht. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe ein bisschen das neue Event K10s aufgenommen, um euch das so ein bisschen zu zeigen. Denn das Weihnachtsevent von Final Fantasy XIV schätze ich immer sehr. Es ist immer mal wieder ein paar Elemente von anderen älteren Events halt mit reingenommen, so wie jetzt in diesem Fall die Direktion des Chors. Aber das macht nichts, denn ich finde trotzdem ist jede Story jedes Mal sehr unique und du hast halt immer wieder schöne Sachen drin, die du kriegen kannst. Dekoration, für dein Chocobo-Klamotten, für dich Klamotten. Die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel gerade anhabe und die auch der NPC im Momentbild anhat. Diese weihnachtliche Grube. Ist halt ein Punkt, den du auch bekommen hast von einem Weihnachtsevent. Auch ein anderes Outfit hast du schon mal bekommen vom Weihnachtsevent. Ich finde es halt immer recht schön, was du da bekommst und vor allen Dingen für was du das bekommst. Und wie gesagt, die Story ist immer ganz schön. Es ist immer sehr besinnlich auch. Es zeigt den Charakter von Weihnachten relativ gut. Also sowas wie, wir bereiten anderen eine Freude. Wir zaubern ein Lächeln auf die Gesichter. Das ist so der Grundgedanke von Weihnachten. Finde ich. Also für mich. So. Und deswegen finde ich das auch durchaus wichtig, dass man sich damit beschäftigt und eben, wie gesagt, die Story von Final Fantasy XIV Events beinhaltet es immer relativ gut. Das finde ich sehr schön. Außerdem ist halt in jedem Jahr so ein bisschen auch Schnee mit dabei. Es schneit jedes Jahr. Überall kommen Schneeflecken in den Hauptstädten. Du hast kein normales Wetter mehr, in Anführungsstrichen, sondern du hast halt statt Regen, Wölk und so weiter, hast du halt dauerhaft Schnee, was ich sehr, sehr schön finde, weil in Real Life haben wir selten nur noch Schnee, wenn überhaupt wir jemals Schnee wieder haben, aber wir haben nur noch selten Schnee. Und das finde ich halt sehr schade. Und gerade dann kann man sich schön in Final Fantasy flüchten, weil da hat man Schnee. Yay! wie gesagt, schätze das Weihnachtsevent immer sehr. Und ich finde es auch immer super, wie sie es gestalten. Und es ist auch immer sehr liebevoll. Sehr viel Detail, sehr viel, wo man halt sagt, ja, hey, damit hat man sehr viel Freude bereitet oder so. Es gibt viele Leute, die skippen dann halt auch Cutscenes oder halt die Story an sich. Denen ist eher so der Reward wichtig, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man zumindest einmal, wenn man sagt, man hat mehrere Charaktere oder man macht es mehrmals, sich die Story anguckt und schaut, wie sie sich so entwickelt und was sie so macht. Und gerade das finde ich sehr, sehr schön. Und das finde ich auch wichtig. Manchmal. mein Lieblingsweihnachtsevent war vor ein paar Jahren. Da hat man ein sehr schönes Outfit bekommen mit schulterfrei und Strumpfhosen und ein paar Schuhen. Das war sehr schön. Man durfte Geschenke verteilen. Das war sehr lustig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich finde sowas halt auch immer sehr schön, wenn man dann halt auch selber ein bisschen aktiv werden kann und sich dann ein bisschen mit beschäftigt. Aber gut, jeder empfindet das halt dann auch dementsprechend anders. Für mich persönlich ist es halt der Fall, dass diese Events mir immer so ein bisschen den Alltagstrott raustreiben, wie man das so schön sagt. Weil in Final Fantasy, ihr wisst es ja, ihr kennt mich ja, gehe ich ja auch nur noch am Wochenende. Und
Deswegen ist es immer ganz schön, wenn man dann aus dem Alltag so ein bisschen durch die Events auch getrennt wird. So, das war genug vom Weihnachtsevent 2019. Ich habe auch genug von Weihnachtsevents in Final Fantasy geredet. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen vierten Advent. Lasst es euch gut gehen und verbringt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Und wir hören uns dann beim nächsten Türchen. Bye, bye!